von Linux, Windows, Mac Hilfe und heute spielen wir Outlast, nämlich nicht den DLC Outlast, sondern den Outlast. Jetzt gucke ich nochmal ganz kurz, ob das mit der App auch funktioniert, so wie es soll, oder ob die wieder spinnt. Nein, sie funktioniert wunderbar und man verstäbelt auch hervorragend. Ja, was so ein Update alles bewirken kann, das sollte ich mir, glaube ich, mal öfters machen. Ja, jedenfalls, ich bin tierisch aufgeregt und ich mache es euch zuliebe natürlich, aber auch mir zuliebe, weil ich endlich mal wissen möchte, wie Outlast ist. Der Chat ist aktiv, also ihr könnt munter reinschreiben, reinfritzeln, wie auch immer. Und dann würde ich mal sagen, starten wir, oder tun wir mal das Spiel starten. CMF FMC Unreal Engine Red Balance. Ja, genau, jetzt funktioniert's. Ja, sorry Leute, ich bin irgendwie da total verpeilt. Jetzt funktioniert's, ich kann ja kurz die Einstellungen zeigen. Ach Gott, ach Gott. Ja, das ist natürlich wieder mal Linus Live. Jedenfalls habe ich hier die allgemeine Einstellung, wo ihr verschiedene Sachen einstellen könnt, unter anderem auch den Ton, und den werde ich jetzt auch mal aktivieren. Dann habt ihr hier die Grafikeinstellung, wo ihr verschiedene Sachen einstellen könnt. Und eben die Steuerung. Ganz klassisch, WASD und so weiter. So. Na, kann gut sein. So, dann würde ich sagen, wir starten ein neues Spiel. Wollen wir Wahnsinn machen? Na, so wahnsinnig sind wir nicht. Machen wir auf normal. Outlast enthält schwere Gewalt, Blut, sexuelle Inhalte und Kraftausdrücke. Wir wünschen dir viel Spaß. Du schlüpfst in die Rolle von Miles Upshur, einem Enthüllungsjournalisten, dessen professioneller Ehrgeiz ihm eine Reise durch die Hölle auf Erden beschert. Da du mit Feuerliebe Geschichten auf den Grund gehst und die anderen Journalisten einen großen Bogen machst, hast du dich entschlossen, das dunkle Geheimnis im Herzen der Nervenheilanstalt Mount Massive aufzudecken. Bleib so lange wie möglich am Leben und halte alles mit der Kamera fest. Du bist kein Kämpfer. Und das Grauen in der Nervenheilanstalt Mount Massive zu überleben und der Wahrheit auf die Spur zu kommen, bleibt dir keine andere Wahl, als wegzulaufen, dich zu verstecken oder zu sterben. Fortsetzen! Leute, ihr wisst, ich hoffe, der Game Sound ist übrigens von der Lautstärke okay. Leute, ihr seid echt wahnsinnig, gell? Wisst ihr das? Ihr seid echt wahnsinnig. Das ist... Oh Gott. Oh weia. Ihr seid echt wahnsinnig. Wer Landwirtschaft spricht, des Landwirtschaftsministeriums Salazar. Oh, sie haben Salazar mit reingenommen. Cool. Sender 107,9. Ist sicher Radio Köln vielleicht, wer weiß. Ja, ich mach die Lautstärke nachher ein bisschen lauter. Warum bricht das Signal bitte schon ab? Was ist denn da los? Ein Störsender? Mount Play Massive Asylum. Und ich habe sogar ein Presseschild. Oh weia. Das ist Wahnsinn. Ja, natürlich hat das gebracht. Ich weiß auch nicht, warum ich den übernommen habe. Jetzt kriege ich bestimmt auf die Haue. So. So, die Akte und die Kamera nehmen wir lieber mal mit. Sicher ist sicher. So, 17. September 2013 von eine lange Nummer at mountmail.com an milesabscher@gmail.com. Ah, die haben schon Google Mail benutzt. Cool, okay. Betreff Tipp. Illegale Aktivitäten bei der Murkoff Psychiatric System. Oh weia. Sie kennen mich nicht. Muss mich kurz fassen. Werde vielleicht beobachtet. Ich war 2 Wochen lang als Softwareberater für die Einrichtung von Murkoffs Psychiatric System in Mount Massive tätig. Breche gerade alle möglichen Geheimhaltungsphasen. Geheimvereinbarungen. Aber echt, zur Hölle mit den Kerlen. Schreckliche Dinge gehen da vor sich. Verstehe es nicht, glaube ich mal die Hälfte der Sachen, die ich gesehen habe. Doktoren faseln etwas von Traumtherapie, die zu tief geht, und dass sie etwas gefunden hätten,
was auf sie im Berg gewartet hätte. Kommen zu Schaden und Murkoff scheffelt Geld. Das muss aufgedeckt werden. Okay, interessant. So, da haben wir die Kamera. So, das Presseschild. Okay, die Nachtsicht haben wir gecheckt, das geht auch. Dann steigen wir mal aus dem Wagen. Hapsa. So, das ist es also. Dein Ziel werde in deinen Notizblock, Tabula, genau, aktualisiert. Dort findest du deine Notizen mit N und gesammelte Dokumente mit J. Gut, und ihr meint also, ich kann das Ganze noch ein bisschen lauter stellen. So, aber lauter mache ich es nicht, weil ich meine, das ist für mich, für meine Ohren ansonsten auch nicht so gut. Oh oh. Das darf doch nicht wahr sein. Hilfe! Holt mich hier raus! Es bleibt also, wir müssen da entlang. So. So, da gucken wir doch mal hier. Haben wir hier irgendwas? Passwort, Passwort, Telefon, ein PC. Und irgend... Oh, Kinderzeichnung. Cool. Na dann würde ich sagen, gehen wir doch mal in das Grauen. Oh, weia. Drücke linke Maustaste, um eine Tür schnell zu öffnen. Halte linke Maustaste gedrückt und bewege dich vorwärts. So, N. Nervenheilanstalt Mount Massive. Mir wird schon schlecht, wenn ich an diesem Ort nur, wenn ich mir diesen Ort nur anschaue. Die Nervenheilanstalt Mount Massive, die 1971 im Zuge eines Skandals unter Geheimhaltung der Regierung geschlossen und 2009 von Murkoff Psychiatric System unter dem Deckmantel einer Wohltätigkeitsorganisation wieder eröffnet wurde. Das Mobilfunknetz brach abrupt eine Meile vorher ab, vermutlich ein Störsender als ein verlorenes Signal. Die Murkoff Corporation hat eine lange Tradition. Ausbeuterisches Profit als Wohltätigkeitsarbeit zu tarnen, aber niemals auf amerikanischem Boden, was sie auch immer auf diesem Ort herausschlagen wollen. Entschuldigung, bitte. Es muss groß sein. Vielleicht endlich die Story, die ihnen das Genick bricht. Okay, interessant. Interessant. So. Dann würde ich mal sagen, schauen wir erstmal. Ach, wisst ihr was? Gehen wir doch erstmal durch den Haupteingang. Da kriegen wir es sicher rein. Nein, verschlossen. Es war mir natürlich klar. Können wir vielleicht... Nein. Hätte ja sein können. Vielleicht... Oh, weia, Leute, macht mir keine Angst. Ich bin doch noch klein. Interessant, was die LKWs hier... Oder die Autos hier machen. Dann schauen wir doch mal. Kommen wir vielleicht hier rein? Nein, verschlossen. Warum ist das verschlossen? Wer schließt hier vor allem die ganzen Tore bitte schon ab? Auch verschlossen. Toll. Na, uns bleibt wirklich keine andere Wahl, als also reinzugehen. So... Speichern. Hm.
Hier hat es noch einen Weg. Gucken wir doch mal, ob wir da rein können. War natürlich klar, ist natürlich verschlossen. Wie kommen wir jetzt hier in diese Nervenheilanstalt rein? Ah, sieh an. Eine Leiter. Okay. Interessant. Ah, da ist die Leiter. Dann nur... So, jetzt sind wir endlich oben. Was war das? Peter, bist du das? Nein. Gut. Drücke Leertaste, während du dich vorwärts bewegst, um einen Abgrund zu springen. Oder um... Ja, genau. So. Oh, Mann, muss ich jetzt noch Sporteinlagen hier machen? So, dann gehen wir doch mal den Weg. Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Um Gottes Willen, bloß nicht fallen. Bloß nicht fallen. Ich will jetzt nicht unten landen. Ja, da müssen wir jetzt hoch. Und rein. So, Taste F für... Na toll. Was passiert mir im Verlauf das? Dass Sachen einfach kaputt gehen, wenn ich sie berühre oder wenn ich nur im Raum bin. So, dann gucken wir doch mal. Weil mir die Sprüche gerade vielleicht eingefallen sind. Liegt hier noch irgendwo etwas, was wir brauchen können? Vielleicht Batterien? Nein. Dann schauen wir doch mal. Na, gehen wir mal hier rein in A218. Schauen wir mal, ob wir hier noch vielleicht irgendwas finden, was wir brauchen können, womöglich. Ach du Heil, ja. Oh ja. Jetzt haben wir gerade erschrocken. Jetzt dachte ich gerade wirklich, oh Gott, was passiert denn jetzt? Hier liegt gar nichts rum. Okay. Wir haben es aktuell 10 nach 9 abends. Okay. Was ist denn eigentlich hier passiert? Ist ja alles kaputt. Also verschoben, verräumt. Na mach schon. Ah. Oh, so. So, das Zimmer. Wieder mit einem PC. Und wo ich natürlich nicht reinkomme und mit einem Passwort versehen. Ihr könnt mir im Fall schreiben, wenn ich irgendwas übersehen haben sollte. Ich hoffe es mal nicht, aber man weiß ja nie. Warum ist hier alles vergittert und verrammelt? Oh, weia. Was ist nur... Schwester, kann man hier mit den Hörer bitte auflegen? Warum tuten die alle bitte schon so? Nehmen wir mal die Akte. Murkoff Psychiatric System, Projekt Wallrider, Mount Massive, CEO, oder nee, CO, so rum. Patient initialisieren, WPW Billy, Datum 14.10.2013, Fallnummer 174. Erste Patientenbefragung am 12.04.2009. Alter des Patienten 19, Geschlecht männlich, behandelte Arzt Dr. Karl Houston, oh, Entschuldigung, mein Englisch ist manchmal ein bisschen katastrophal, in Klammer DBNR. Therapiestatus. Patient behauptet in selbstgesteuerten luziden Traumphasen
Das kann ich jetzt gerade wegen meinem Bildschirm gerade lesen, weil er genau da einen Kratzer hat. Aufdrängung, aufgeregt zu sein. Morphogenetische Antriebsaktivitäten in beispiellosen Umfang beobachtet. Fahre fort mit Stufe 4. Hormonen. Oh, okay. Diagnostik. Spirituieren ergab keine bronchiale Akkumulation. Okay. Hämatoretik, Zentrifugierung zur Trennung von. Okay, kann ich das nicht lesen? Erneut fehlgeschlagen, höchste Besorgnis erregend. MRI, also MRI ergab arrhythmische REM-Namzyklen. Lachen in MRI-Phase. Okay. Anmerkung: Billy erkundigt sich nach dem Status der Klage seiner Mutter gegen Murkoff und die Psychiatrie. Dies deutet auf eine katastrophale Sicherheitslücke hin, trotz Billys Beteuern. Er hat die Wahrheit in den Blutträumen von Dr. Traeger entdeckt. Anmerkung, Klammer auf, Doppelpunkt. Die einzige Person namens Traeger, die in den Unterlagen des Unternehmens aufgeführt ist, ist ein gewisser Richard Traeger. Ich hoffe, ich spreche das hier richtig aus, Leute. Gell? Sorry, ich bin total nervig am Anschlag gerade. Ein Angestellter von MRD, das gesamte Pflege- und Sicherheitspersonal muss befragt und die Videoüberwachung verbessert werden, um biometrische Daten zur Analyse zu erhalten. So rum, oh Gott, Entschuldigung. Ja genau, holt mich ab bitte. Murkoff Security System, Projekt Worldwide, Mount Massive, CO. Okay, das ist jetzt interessant. Was hat dieser Billy gemacht? Und vor allem, warum ist er hier? Genau, weil er... Ach du Scheiße. Ach du meine Güte. Dann müssen wir mal gucken. Jetzt nehme ich hier im Raum A211. Cola. Wo ist Pepsi? Oh, weia. Na dann würde ich mal sagen, hoch mit mir, komm schon. Brauche ich eigentlich nicht die Kamera? Spinnenweben, kann man bitte jemand sauber machen? Oh weia, was ist hier nur passiert? Was sind das für Patienten? Na dann würde ich mal sagen, runter mit uns und hab speichert. Ich habe so eine ganz, ganz dumme Vermutung jetzt. Und auf! Ach du Heiliger! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Leute! Oh mein Gott! Ach du Heiliger, was ist denn hier passiert? Heiliger, was ist denn hier passiert? Warum hängt der Mensch an der Decke überhaupt? Ist mit dem Sound eigentlich jetzt gerade so okay für euch? Weil für mich ist es gerade ein bisschen sehr laut. Oh weia. Oh weia, was ist mit dem denn passiert? Oh weia. Oh Gott. Sie haben uns erwischt. Sie sind ausgebrochen. Die Varianten. Sie können sie nicht bekämpfen, müssen sie verstecken. Sie können den Haupteingang von Sicherheitsterminen aus öffnen. Sie müssen raus.